Hi, ich bin Christian Bruckner. Ich sitze hier und erpresse Sie. Verstehen Sie mich nicht falsch. Normalerweise würde ich Sie erst sehr höflich auffordern, mir zu helfen. Leider, und das sollten Sie nicht persönlich nehmen, fehlt mir die Zeit. Und meine komfortable Position erlaubt mir, das Geplänkel einfach wegzulassen und direkt in die dritte Phase der Erpressungszeitlinie zu springen. Wie bist du zum Synchron gekommen? Tja, ich wollte mir eigentlich neben dem Studium, also ich kam nach West-Berlin und fing an der FU an, Theaterwissenschaft, Germanistik und so und solche Sachen. Und wollte mir dazu was verdienen. Und so ging ich, Berlin war nun eigentlich die große Synchronstadt neben Hamburg und München. Also die wirklich große. Und habe ich gesagt, Tag, bin Christian Brückner. Die kennt mich nicht, aber sie, gut. Und ja, so habe ich einfach angefangen, ungefähr so. Und auf diese Art und Weise habe ich das Synchronisieren wirklich noch gelernt mit einem Take und nochmal einem Take und mal zwei Takes und so. So ging das los. Erinnerst du dich an deine erste größere Rolle? Naja, klar erinnere ich mich an die erste größere Rolle. Das war ein B-Western. Und der hieß, jetzt weiß ich nicht mehr das Original, den Originaltitel, aber jedenfalls im Deutschen hieß er dann und lief in irgendwelchen Flohkinos, wo es mehr rauschte als das, was zu hören war. Der hieß Die Banditen von River Falls. Was hast du da gespielt? Irgendeinen, glaube ich, netten kleinen Jungen, also keinen der Banditen. Und ich war ja noch relativ jung, ich war Anfang 20 und das habe ich da so angefangen und ganz gerne gemacht. Denn ich glaube wirklich so, es war nicht mein erster, aber irgendwie mein erster Take so war ja an der Seite von John Wayne, war Arnold Marquis. Arnold Marquis, natürlich der wunderbare Arnold. Sehr zerfasert und wirklich ein, okay. Arnold war jemand für sich, aber in dieser Branche waren ja doch eine ganze Reihe, welche für sich. Und da musste ich eben, jung wie ich war, Arnold fragen, aber Vater, gibt's denn hier Indianer? Und kann man sagen, dass du von ihm gelernt hast, so ein bisschen? Man kann sagen, ich habe bestimmt nicht versucht, jetzt mir was abzugucken, aber ich denke, du wirst ja schon ein bisschen getränkt von dem, was die Kollegen machen, wenn dir das selber nicht schon, und das war es ja nicht. Also ich habe das wirklich von der Pike auf gelernt. Also insofern werde ich sicher auch ein klitzekleines bisschen arnoldifiziert sein. Wie wurdest du die Stimme von Robert De Niro? Durch ein Casting, also durch ein großes Casting, was Scorsese dann in die Hände, also der hat es entschieden und so war ich dann De Niro. Also für Taxi Driver, um genau zu sein. Hast du ihn seitdem immer gesprochen oder gab es da auch mal andere Filme, wo du ihn nicht gesprochen hast? Nee, es gab auch, ich weiß nicht, wie viel er inzwischen gemacht hat, keine Ahnung, 90, irgend sowas, schätze ich mal. Vor allen Dingen jetzt, wo er so schlechte machte. Und die aber en gros, da kommt ja schnell was zusammen. Ich habe ihn nicht immer gesprochen. Bestimmt in 4, 5, 6 Filmen nicht, weil ich teilweise auch nicht im Lande war, also nicht in Deutschland. Und da ist es dann keinem eingefallen, mich dafür zu holen, sag ich mal. Und mal hat, ach so, genau. Das zweite war schon, nach Taxi Driver kam der ältere
Main Streets. Also nach dem Riesenerfolg da von Taxi Driver kam Main Streets und da hatte ich einfach keine Zeit. Und da hat ihn dann, also den hat dann den älteren Film, hat Rolf Zacher gesprochen damals. Was zeichnet das Spiel von De Niro aus? Ich denke, auch da hat er sich verändert. Oder sag mal, ich habe ihn ja doch einigermaßen gut kennengelernt in, ich weiß nicht, wie viel zig Filmen. Also spielend kennengelernt, meine ich. Und er ist sehr unterschiedlich oder er ist auf zwei Weisen unterschiedlich. Er kann gut sein oder kann ganz schlecht sein, finde ich. Und spielen kann er auch unglaublich auf einer riesigen Bandbreite. Dadurch, dass er sich jetzt selbst nicht mehr so herausgefordert hat, seit vielen Jahren ist da auch nicht mehr so viel zu sehen. Aber was macht sein Spiel aus? Ich glaube, er ist ungeheuer diszipliniert. Oder ist es zumindest, nee, ich will jetzt immer Gegenwart zu Vergangenheit, will ich nicht drauf abheben. Er ist ungeheuer diszipliniert, er ist ungeheuer präzise, oder er kann es sein. Und und er hängt, glaube ich, sehr ab von wirklich guten Regisseuren. Also wenn er einen schlechten oder sagen wir mal unsicheren Regisseur ausgeliefert ist, schadet das ihm unter Umständen auch selbst. Das habe ich bei einer ganzen Reihe von Filmen gesehen, die gleich in die Videothek gingen. Da war er manchmal nicht gut. Und ich versuche gar nicht irgendwas zu sagen, ihm da irgendwas am Zeuge zu flicken. Er ist ein grandioser Schauspieler. Dein Lieblingsfilm mit De Niro? Naja, ich meine, Taxi Driver ist schon ein Ding für sich. Das ist halt. Raging Bull war so einer, wie hieß der hier, die in Deutschland, die durch die Hölle gehen, das Vietnam-Ding, Chimino, das ist auch. Also es gibt eine ganze Reihe, die grandios sind. Ich habe auch manche kleine Filme gemocht. So wie New York, New York. Ist egal, also kommt schon eine ganze Reihe zusammen. Denn was macht sein Spiel aus? Auch schauspielerische Vielfältigkeit macht seine Qualität aus, dass er immer, zum Beispiel mit seinen ganzen Akzenten oder so, also das, was er, der Typ, den er gespielt hat, dem hat er auch immer eine besondere Sprache gegeben, in der Vergangenheit jedenfalls. Besonderen Akzent, besonderen. Da war er ja großartig präzise. De Niro kritisiert den amerikanischen Präsidenten Donald Trump heftig. Wie hältst du es mit politischem Engagement? Da muss ich jetzt sozusagen das Genre wechseln, weil eigentlich die letzten 20 Jahre ist ja ein ganz starkes Bein, was wir haben, meine Frau und ich, ist ja ein Verlag mit Hörbüchern. Und der amerikanische Präsident hört ja nie auf mich. Insofern muss ich das anders versuchen. Da machen wir dann tatsächlich so Veröffentlichungen, so wie jetzt gerade zwei Sachbücher, die sich einmal gegen, ja, diesen Konzern, diesen globalen Konzernkapitalismus aussprechen oder gegen, also da, wo man dann tatsächlich auch was mit Hand und Fuß sagen kann, da machen wir das. Ich finde ja, was De Niro so sagt und so, finde ich ja völlig in Ordnung, das kann man völlig teilen in dem Fall. Aber dann doch lieber was Fundiertes und da setzt dann unsere Kritik an, in einem verwandten, aber doch anderen Medium. So. Du hast viele Filme von Harvey Keitel gesprochen. Was hältst du von ihm als Schauspieler? Ich habe die meisten Filme von Keitel nicht gesprochen, aber einige. Und habe einige, und da muss ich sagen,
Kittel ist jemand, den ich auch ganz großartig finde. Und De Niro durchaus ebenbürtig, finde ich schon. Wann ist eine Synchronrolle für dich besonders interessant? Ach, na ja, wenn sie so einen Charakter zeigt, der eben nicht unbedingt so eindeutig ist. Also sagen wir mal so, die habe ich zwar auch alle gemacht, so Western-Figuren, die dann ein bisschen, sagen wir mal, simpel sind in ihren charakterlichen oder sonst wie. Also das war dann eigentlich langweilig. Mit welchen Kollegen hast du besonders gern im Studio gestanden? Ach, da gab es eigentlich schon viele, also eine ganze Reihe könnte ich nennen. Ich nenne mal schon aus Alter, aus Ehrfurcht und so, nenne ich Arnold ganz klar. Oder auch Mike Chevalier, Jürgen Thormann zum Beispiel, habe ich immer. Also da muss ich nur wirklich sagen, und der ist ja noch da. Und liebe ihn. Und also da gibt es tatsächlich, dadurch, dass wir, ich meine, wir sind ja, dies Synchron ist ja tatsächlich eine ganz wahnsinnig schnelle Branche und eine, die es natürlich auch gar nicht verträgt, da lange was zu inszenieren und sich mit Problemen rumzuschlagen und zu sagen, nee, Folks, heute gehe ich nach Hause und komme morgen wieder oder so. Du musst ja immer liefern. Das heißt, dein Synchronleben muss auch irgendwo verhältnismäßig unproblematisch sein. Das heißt natürlich auch, die Begegnungen sind entsprechend schnell. Man versucht, übereinzukommen, kann man auch meistens. Das geht alles überwiegend ganz glatt und entsprechend halten sich auch die Konflikte in Grenzen. Aber ich muss sagen, da ich ja nun, ich meine, heute mache ich nicht mehr viel, aber ich bin immer noch gerne im Studio und denke heute gelegentlich oder häufiger natürlich als früher an alte Geschichten zurück oder alte Situationen und muss sagen, das erscheint mir alles in einem milden und freundlichen Licht und vor allem eben die Begegnungen mit den Kollegen und das Umgehen so miteinander. Wie beurteilst du die veränderten Produktionsbedingungen im Synchron, seitdem du in der Branche bist? Ja, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Heute bin ich allein. Was mir natürlich überhaupt nicht schwerfällt, das ist ja nun die endlos erworbene Routine, die mich, ich brauche den Partner oder die Partnerin nicht unbedingt. Ich kann das alles selber herstellen. Aber es war viel angenehmer, wenn sich alle um das Mono-Mikro scharten und wenn die Wüste eben akustisch erzeugt wurde, indem die Wand da rumgestellt wurde, diese Filzwand. Also es gab praktisch zwei Atmosphären, innen und außen. Das ist ja alles heute weg, denn das wird ja irgendwo gemischt bis auf den letzten. So, was nicht unbedingt, nicht in jedem Fall zu den besseren Ergebnissen führt, glaube ich. Ja, du bist allein. Und damals waren wir in einem, wie ich schon gesagt habe, netten kleinen Club und hatten auch dabei viel Spaß. Welchen Tipp hast du für Nachwuchssprecher? Ein Tipp, ich bin kein Erzieher, also das ist ein Tipp. Ja, ich würde sagen, enjoy it. Mach dir, sieh es als ein Vergnügen, bei dem du aber, wie soll ich mal sagen, die Ernsthaftigkeit auch nicht vernachlässigst. Ja, Gott, das war jetzt vielleicht ein Tipp. Mit deiner Frau hast du den Hörbuchverlag Parlando gegründet. Wie kam es dazu?
ein oder zwei wichtige. Der eine war, dass die, ich habe ja vorher, also ich habe immer auch parallel zum Synchron habe ich ja andere Dinge gemacht, unter anderem also ganz viel eigentlich für alle ARD-Anstalten gearbeitet, im Hörspiel, im Feature und in der Literatur dann. Ich meine, das sind Sachen, die sind damals nicht so groß rausgekommen. Das passiert eben in, oder wurde ausgestrahlt in dem jeweiligen Sendebereich. Dadurch kam es aber, dass ich ständig unterwegs war. Von Köln nach München, nach Hamburg, nach Stuttgart, nach Frankfurt, nach Dings. Und das brach dann aber alles ein. Das heißt, die ARD nahm, das muss man einfach so sagen, ihren Bildungsauftrag und diesen kulturellen Auftrag nicht ernst. Das heißt, die Kulturprogramme wurden runtergebrochen. Und gut, ich will hier in kein Klagelieder ausbrechen, aber das war was mich störte. Nicht, dass ich nichts mehr zu tun gehabt hätte, das war es überhaupt nicht. Aber ich dachte, da muss doch was passieren. Und dann haben wir das Ganze sozusagen, meine Frau Waltraud und ich, auf die private Basis gestellt und sind mit unseren Hörbüchern in die Öffentlichkeit gegangen. Nach welchen Kriterien habt ihr die Literatur ausgewählt? Nach dem, was wir für wichtig hielten an literarischen Dingen, also keinen klassischen Kanon, aber trotzdem irgendwas, was so einem Kanon ähnlich kam, ob Literatur, ob Belletristik, ob Romane, ob Poesie, Bücher, die wir selber kannten oder uns sozusagen angelesen hatten aus den Verlagsprogrammen der jeweiligen Messen und so weiter. Und von denen wir dachten, wow, das ist so gut, das sollten andere eigentlich auch, klar, sie sollten es in dem Fall hören, aber das müsste für andere auch interessant sein. Also das war schon ein Ding, mit anderen oder für andere Menschen irgendwas da. Also wir haben nie zum Beispiel reine Unterhaltungsdinge gemacht. Das hätte mich nicht interessiert, weil wäre mir zu langweilig, zu eintönig und zu flach gewesen. Klingt ja zu anmaßend. Das meine ich gar nicht. Sondern so, wo du dachtest, wow, da ist was. Wie bereitest du dich persönlich auf eine Hörbucheinsprache vor? Sehr, sehr sorgfältig. Also, indem ich das Buch, wenn ich es nicht kenne, das kann man dann vorher nicht sagen, was es mir abverlangt. Aber selbst wenn ich es kenne, denn wir haben so große Sachen gemacht wie Moby Dick. Moby Dick gehört zu meinen ganz großen Dingern. Oder Ilias oder Odyssee oder auch Balzac oder Flaubert und was weiß ich. Die kosten mich eine immense Vorbereitung, weil ich den Zuhörer, also weil ich den Menschen, für den ich letztens hier arbeite, also dem ich ein Produkt sozusagen an die Ohren halte, nicht bescheißen will. Ich würde niemals zum Beispiel nach dem einfachsten und schnellsten Weg suchen, mit dem Buch selbst ich zu Rande zu weißt schon, zu Rande zu kommen, sondern ich gehe nicht raus damit. Ich meine, es jetzt mit raus meine ich so wie auf die Bühne. Ich gehe nicht raus damit, ehe ich nicht denke, ich bin selber damit fertig und ich habe die beste Form gefunden und eine für mein Gegenüber, also mein Hörer ist irgendwie auch mein Partner, ehe ich dem nicht was anbieten kann, wo er nicht sagen muss oder wo er sagen müsste, naja, nee, will schon ein Stück weiterkommen. Ich möchte, ja, ich habe es mal so gesagt, ich möchte niemandem die Zeit stehlen und das ist es. Ich möchte einem anderen Menschen keine Zeit stehlen und damit Geld verdienen, sondern ich möchte ihm reell was anbieten. Hast du ein Lieblingshörbuch?
Um es ganz einfach zu sagen, das gibt es nicht. Das Lieblingshörbuch ist die jeweilige Produktion und dann ist es die nächste Produktion. Weißt du, weil ich da bin ich dann drin. Und da muss ich mich immer wieder neu reinbegeben. Und solange ich da drin bin, ist es auch mein Lieblingshörbuch. Also. Häufig bist du als Sprecher von Dokus zu hören. Wie überzeugt man als Off-Stimme? Zwei Dinge. Ich habe heute früh, ehe ich losging, habe ich das Radio eingeschaltet und dachte, das kann alles nicht wahr sein. Das ist wie Fernsehen. Geht's schon mal damit los? Dass kaum jemand, den ich da höre, sei es Männlein, Weiblein, egal, sprechen kann. Ich muss es so sagen. Das ist ein Geschlure und Geschlure, dass mir die Schuhe auszieht. Oft. Also so gut oft. Ich denke, also um da wirklich sich mit gutem Gewissen hinzustellen, in diese Art von Öffentlichkeit zu begeben, solltest du dieses Metier wirklich gelernt haben. Das habe ich übrigens auch unter anderem, das habe ich gelernt. Und ich denke, die Tatsache, dass ich gelernt habe, hat mir und gibt mir bis heute die Möglichkeit auch, diese Vielfältigkeit von Rollen und von Haltungen und so überhaupt einzunehmen, von der ich behaupte, das tue ich. Das beruht unter anderem auf einer sehr, sehr soliden Ausbildung. Geht ganz einfach los, sprechtechnisch. Das andere Ding ist, das zweite, was mindestens so wichtig ist, du musst hinter dem, was du machst, tatsächlich stehen. Du musst in dem Moment sein, du musst es verkörpern, sonst mach es nicht, geh nach Hause oder wie auch immer. Wenn es nur so daherkommt, ist es verschenkt. Machst du vorher Sprechübungen oder wärmst du deine Stimme auf? Nein, das mache ich überhaupt nicht. Das ist dadurch, dass ich jahrzehntelang eigentlich, also ich musste nicht Geige üben, um Dings, sondern ich bin ja morgens aufgestanden, ins Studio gegangen und das mache ich überhaupt nicht mehr. Aber so wie ich ja auch, das ist dann wahrscheinlich eher meine Besonderheit, so wie ich ja niemals ein Wort jetzt äußere, auch von den gewaltigen Texten, die ich gelesen habe, gewaltig meine ich jetzt auch vom Volumen, erst wenn ich den Mund aufmache vor dem Mikrofon im Studio, geht es los. Vorher habe ich nicht ein Wort laut gesagt. Aber ich hab's hier, wie auch immer, da ist es drin, da ist es vorher irgendwie reingegangen. Und das, da ist nicht die Übung, sondern da ist die Vorstellung, verstehst du? Da ist auch die Fantasie gefragt. Da entsteht das, wo du denkst, jetzt wird's deins oder jetzt ist es meins und jetzt kann ich. Du hast 2017 die CD Brückner Berlin veröffentlicht. Worum geht es bei diesem Projekt? Worum geht's? Auch nicht, ich kann es nicht eindeutig sagen, aber es geht unter anderem um Berlin und es gibt eine, wie ich finde, ganz schöne Berlin-Nummer. Aber das andere Ding ist so was. Letztens, es geht um Liebe, klar, völlig klar, würde ich so sagen, ein Menschenthema oder menschliches Thema. Du hast mal gesagt, dass die Stimme das Eindrücklichste am Menschen ist. Was meinst du damit? Also, nach meiner Überzeugung übertrifft die Wirkung der Stimme noch die Wirkung des Bildes, letzten Endes. Weil sie einfach jetzt in der physischen Entstehung von Menschen oder so, hier im Mutterleib oder so, ja schon
dauernd vorhanden ist, für die ist am frühesten da, die wird am frühesten wahrgenommen und sorgt, sage ich ja, denke ich, für die intensivsten Eindrücke, die überhaupt möglich sind, und das bleibt so. Also Stimme verkörpert am ehesten. Das ganz und gar essentiell menschlich. Wonach wählst du deine Projekte aus? Mittlerweile, das war nicht immer so, also ich meine, ich musste, habe einen langen Weg zurückgelegt. Mittlerweile ausschließlich nach meiner Lust, sage ich, nach meiner Vorliebe oder nach meiner Leidenschaft. Ein Höhepunkt deiner Karriere? Ich glaube, seit letztem Jahr, oder ich vergesse das ja immer. Ich habe ja einige Preise gekriegt im Laufe der Zeit, okay. Aber das Tollste fand das eigentlich wirklich. Ich war früher, ich war immer Musikhörer, Jazzhörer, alles Mögliche, fand ich das immer so schön. Schien einem so ein Ausweis von Qualität, wenn auf den LPs oder so, oder das goldene Ding draufklebte, Preis der deutschen Schallplattenkritik. Und also das war für mich so, da habe ich dann dran geglaubt, dachte, das muss ja was Besonderes sein. Und nun habe ich diesen Preis der deutschen Schallplatten gekriegt, aber gekriegt für meine Lebensarbeit. Da wusste ich gar nicht bis dahin, dass es das gibt. Also für alles, was du je gemacht hast, das ist überhaupt, ich meine, das kriegen immer Musiker, das kriegen Sänger, das kriegen Dirigenten, Orchester wahrscheinlich auch. Im Jahr vor mir zum Beispiel hat es Keith Jarrett gekriegt, diesen Preis für das Leben. Also das hat mich umgehauen. So. Eine witzige Anekdote zum Schluss? Ja, doch, die ist nett. Und ganz kurz. In diesen Anfangstagen, als ich da in der Menge tätig war und irgendwie auch dabei halt, dann war es ja ein bisschen schwierig, manchmal die vielen Mitspieler, und es wurde einfach nicht, es war eine Aufnahme, also ich meine, es waren alle in einem Take, waren auch vor dem Mikrofon. Und so, wir scharten uns da drum, und vorne stand GG, Gerd Günther Hoffmann. Und rings im Kreise noch 10, 12 andere, unter anderem ich. Und dann dreht sich GG um und sagt, müssen Sie eigentlich immer so brüllen? Da war ich ein bisschen zerschmettert.